Und mit einem fetten Grinsen in der Fresse, herzlich willkommen bei 19 Bikes. Sind wir gerade gestorben? Alter, und ich muss ganz ehrlich sein, nach diesem Intro, ey. Ich habe ja noch viel weniger Ahnung, worum es hier geht als vorher. Aber es ist so geil, so gut gemacht. I think we... Oh, ich glaube, wir sind angelegt. Oh. I think I can see. Ist das desynchron? Ja. Okay. Also klicken wir uns jeweils jeder eigens durch unseren... Weiß ich nicht, ich kann dich auch wegdrücken. Ah, okay. Okay. Das ist dein Vater. Ich war eben auch etwas verwirrt in dem Intro, ob ich jetzt fahren kann oder nicht. Ich bin noch nicht sicher, ob ich selbst fahren bin. Doch, man konnte das Fahrrad steuern. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit rechts irgendwie in irgendwelchen komischen Schlangenlinien gefahren und hab, keine Ahnung, Bombenkrater oder so abgekriegt. Bringing us everything we'll need for the winter. Keine Autos drauf. Keine Touristen kommen, um uns zu besuchen. Wir wollen alle nicht nach Penfersey Island. Ist zu stürmig und zu gefährlich das Wetter. Für die ganzen Schatzsucher. Ah, will mir das näher. Bisschen nach unten. Ah, ich darf mich bewegen. Ah. Echt, du darfst dich schon bewegen? Oh, ich darf mich auch bewegen. Hey. Hey, Jimmy. Was geht? She's standing there, not moving. Ach, ich kann mich bewegen. Ah. Oh, ich hab einen Ghetto-Blaster auf dem Rücken. Ja. Cool. Ja, guck mal, ich kann mit der Ente interagieren. Sie liebt mich. Du kannst die Ente streicheln. Ich will die Ente aufstreicheln. Ja. Nichts Besseres als Entenstreichen. Oh mein Gott, ja, sie verfolgt mich. Das Geile ist, das Spiel ist ja auch wieder von meinem absoluten Lieblingsstudio, nämlich von Double Fine. Naja, bist du der als Producer. Ich wollte gerade sagen, sind die nicht eigentlich nur Publisher in dem Fall? Ich bin ein Mädchen? Ja, ich auch. Ja, bei dir sehe ich's. Ich wusste nicht, dass ich ein Mädchen bin. Ich dachte, ich bin so ein cooler mexikanischer Junge oder sowas. Ich sehe so ein bisschen so... Hey, gibt's doch klar ein Mädchen. Was? Natürlich, klar. Na gut. Nessa, gut mit dem Namen. What's a pasty? Was? Hallo? Ich wollte mir das Paket noch einsammeln. Verdammt. The yummy. Ah, pasty. It's a bit like a pie, all wrapped up in pasty. Okay, so nie. Minenarbeiter entwickelt, damit sie Essen mit in die Minen nehmen. Das ist die Kruste. Wird uns erklärt, wie eine Pastry gemacht wird. Die Kruste ist so ein bisschen so als wie so ein Händel zum Festhalten. Da crunchy. Und was ist da drin? Machst du meine Sachen weg? Oh, sorry. Der drückt einfach meinen Deckel. Mit meinen großen, leuchtenden Augen, während ich dich davon überzeuge, dass Pasties super sind. Drückt er meinen Text weg. Eine kleine Familie von Essen. Eine leckere kleine Familie Essen. Aha. Ah. Turnips, was war noch Turnips? Zwiebeln. Radieschen? Radieschen. Kartoffeln, ein Tato, Zwiebeln und Kuhfleisch. alle grinsen nur das Kuhfleisch nicht. Willst du als Kuhfleisch grinsen? Nicht wirklich. Ich esse keine Kuh. Ist das ein Pflaster, was du da hast? Oder hast du Kriegsbemalung auf? Weiß ich gar nicht, muss ich gleich mal gucken. Du kannst natürlich anstatt Kuhfleisch auch Käse kriegen. Trotzdem immer noch geil. Und natürlich Pepper. Lots of Pepper. Gesundheit. Gute Arbeit.
Ach so, es macht einen guten Job, wenn es dich niesen lässt, wie du eben gemacht hast, wie du eben genießt hast. Jetzt gerade erst, dass das Ding auch Augen hat. Was? Das Ding hat Augen? Ja, das ist pasty. Und auch so zwei Augen da. Das sind Stern. Luftschlitze, damit das Ding nicht im Ofen platzt. Das sind Augen, der grinst genauso. Augen. Freut sich, gegessen zu werden. Ja? Ich freue mich, gegessen zu werden. Ja, weiß ich. Oh Mann. Okay. Früher haben die auch irgendwie Pudding an die in ein Ende gepackt. Mm. Und eine ganze Mahlzeit in ein Ende. Oh. Widerlich. Verdammt, hab ich teleportiert. Ja, ich wollte das Paket da unten haben. Komm ich da nochmal hin? Kann ich hier rennen? Oh, warte mal, kann ich mit der Gans auch was machen? Gib ihm mal die Gans. Nee, ich kann nichts machen. Schade. Du musst an die rangehen und dann irgendwas drücken. Oh, ich hab grad einen Namen eingeblendet. Kann ich hier wieder ausblenden? Ach, blenden sich von selbst aus. Gut. Mit dem kann ich nicht reden, mit deinem Papa. Oh, was hier? Gedärm. Ah, okay. Ich glaube, wir haben irgendwas übersprungen, was wir nicht... haben wir es jetzt schon kaputt gespielt? Nein, 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 nein. Wir müssen jetzt einfach los. Wir müssen jetzt, die Welt retten. Gut, was passiert denn jetzt hier? Okay, let's keep exploring the yummy pastry. Also, kommt das gleich nochmal. Ja, 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 ja. Jo, jo, gross. Ja. ja, Fridriff, ich glaub, Aber ich darf auch nicht hier links runter. Nee, ich aber auch nicht. Ich wollte eigentlich nach unten, aber auf einmal, kann ich irgendwas machen? Keep exploring to find new adventures. Ja, das habe ich auch. Ach so. Ah. Hat einen Klingelstreich gemacht? Scheinbar. Mach mal noch nicht. Soll ich auch nochmal? Oder? Komm mal runter hier. Komm sonst nicht weiter nach rechts. Komm mal runter hier. Arbeite dran. Bisschen limitiert. Ist das jetzt Abenteuer genug? Okay, ich bin mega verwirrt gerade. Ich glaube aber, wir haben da oben noch was wir machen können. Warte, 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 ich will jetzt mal so lange klingeln, bis sie uns richtig, richtig hatten. Tun die doch schon. Skedaddle! Wie lange kann man da klingeln? Ich glaube endlos. Ja, auch was ist mit der Gans los? Ey, nicht so traurig. Hier hast du was zu essen. Warum läuft sie dir die ganze Zeit hinterher? Weil ich ihr den Hals gekrault habe. Gut, so. Hier können wir gar nichts machen. Was bin ich da? Pastry, sorry. Wir kommen da nicht hoch. Ich glaube, wir haben irgendwas kaputt gemacht. Oh, oh, oh. Das ist ganz. Nee. Scheiße. Scheiße. Echt? Keine zwei Sekunden und wir haben das Spiel kaputt gemacht? Bug Hunter. Oh Mann.
Ich glaube, weil du oben das angefangen hast, vielleicht und mich dann hochteleportiert hast. Ja, wahrscheinlich auch. Also, glaube ich auch. Was passiert? Ich lohnt mal den Autosave von vor 7 Minuten. Okay. Können wir den denn. Kannst du den laden? Ja. Weil ich habe darüber keine Kontrolle. Ah, guck an. Okay. Ich laufe einfach mit dir mit. Ja, aber lass mal oben deine Finger von irgendwelchen Gegenständen. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ist hier ein Pirate? Ah. Ein Schatz? Das ist nur eine kleine Kindergeldkiste. Aber ich brauche Geld, um hier zu überleben. Mal gucken, ob ich sie aufkriege. Liegst du auf dem Fisch? Yes. Was macht sie denn da? Ah, ich werde sie mal von hier oben beobachten. Definitiv neu hier. Hier noch nie gesehen. Ist sie böse oder ein entflohener Brech? Crim in L? Crim in L? Oh Gott, das ist unglaublich schwierig, auf diesen Fischboxen zu balancieren. Ich klau nichts. Lass mich gehen. Sorry. Ich wollte dich nicht in die Fischgefängnis werfen. Aber ich hab dich hier auch noch nie gesehen, dieses Grenze dazu. Und dazu die Ente. Die Ente sieht so geil aus. Dirk-Face-Ente. Also wirklich, die Ente zu gestalten, ich glaube, die hatten Spaß dran. Oh ja, das, ich glaube, die hatten Spaß bei allem, was sie hier gestaltet haben. Ja. Zumal, das ist ja alles 3D, das sind ja keine 2D-Planes. Nee, eben. Was ist deine Lieblingsfarbe? Wovor hast du Angst? Irgendwelche Comics vom Haupt... Wie übersetzt man Mainland? Hauptland? Mainland vom Festland. Vom Festland? Und wer bist du überhaupt? Hi, Kiddo. Ich... Tim Melzer. Tim Melzer! Tim Melzer! Tim Melzer! Tim Melzer! ist keine Zeit um was? For play pretend now? Play pretend, also so zu tun als ob. Ach so, zu tun als ob zu spielen. Komm und hilf mir mit den Gegenständen hier. Vorräte. Aber Dan! Jetzt! Ja, muss los. Bye. Och Mensch! Wir waren doch eben schon oben! Okay, Kid, mach dir keine Sorgen. Der kalte Regen wird schon den Fischgeruch wegspülen. Nicht den Fischgeruch, Fisch in der Reihen. Achso, war ein Gatz, stimmt, das stimmt. Okay. Du siehst jetzt nur mich, oder? Ich kann auch nichts machen gerade. Achso. Dry Shrimp. Trocknete Shrimps, hier, dann gehe ich mal in den Karawan hier. Ah! Oder war es ein... Aha! Okay. Das Auto ist vollends beladen, Dad. Oh, du bist in... Oh. Was denn? Du bist in unseren Wohnwagen eingestiegen. Oh. Kann ich jetzt zu den Arcades gehen? Nein, Melzer. Es wird dunkel draußen. Wir müssen das ganze Klopapier nach Hause bringen, in den Caravanpark. Aber Dad, nichts ist so, nichts Tolles passiert hier jemals. The Battle of Penferzi. Reenactment. Mittelaltermarkt. Avalon's Peak. Ah. Alles sehr König Arthur-mäßig.
Was? Oh, dieser Weg ist komplett unbeleuchtet. Nee, nee, der Hideaway, dein Unterschlupf. Der Unterschlupf war das. Ach, Hideaway stand da. Ich hab Highway gelesen. Ich brauche im ersten Moment. Ich kann gar nicht so schnell lesen. Du vermisst deine Fisch. Ah, ich glaube, ich sollte Abstand wahren. Die Gans sollte mich nicht sehen. Ah, verschlossen. Schmust du da mit der Gans? Ah, ja, nicht, auch dass die Gans nicht. Warte. Oh, ein Seifenspender. Okay, I'm not the toilet doorway. I'm not staying in the toilet. Was machst du da? Komm mal zurück. Auch verschlossen. Soll zurückkommen? Ja. Kann ich irgendwie rennen? Was spielst du da? Ich habe eigentlich gerade versucht, den Stein rüber zu werfen. Das ist gar nicht ganz so einfach. Das ist ein Stein. Oh, was war das? Achso, ich habe hier auch einen Stein. Achso, es ist wahrscheinlich, um die Gans abzulenken oder so. Oh, ein Regenwurm. Oh, den will ich haben. Schade. Wie niedlich. Kann ich hier oben hin? Ah, ich versuch's mal hier dran. Enough hunting on the rock. By worms. Schicken Unterschlupf. Ja. Hast du dir da rausgeguckt? Ja, stand da dran. Stuff only. Wer bist du? Nee, wer du? Ein Dieberich. Hey! Hör auf zu beißen! Geh runter! Ich bin kein Dieb, Mensch. Ich bin Nessa. Und ich brauchte nur einen Platz, wo ich bleiben kann. Danke für die Narben und die blauen Flecke. Ja, ich halte meine Nägel auf, so schön und scharf. Oh, du siehst eigentlich auch gar nicht so gefährlich aus. Ein ganzes Paar von meinen Pflastern haben. Ach, deswegen die Pflaster in dem Bild. Ach so. Es wird dein Gesicht auch schöner machen. Ach, wir haben vorhin das echt übersprungen. Wir haben das ganze Spiel Wir haben das halbe Intro geskippt durch einen falschen Klick. Oh Mann, ey. Oh, danke. Also. Ah. Ist das dein Zuhause? Ja, yep, ich lebe hier mit meiner Familie. Naja, mit meinem Vater und. Naja, meinem Vater. Und diese Karawane gehört nur mir. Und mein Dad lässt mich hier draußen kämpfen. Weil ich halt. Weil wir halt viel miteinander streiten. Und da hinten im Hintergrund läuft He-Man. Stimmt. Oder Castle-Man. Skeletor. Naja, alles besser. Wird ruhiger. Naja, was willst du sonst noch wissen? Wie heißt du? Ich bin Demelzer oder Tim Melzer. Tim Melzer. Das heißt... Schloss in der alten Sprache anscheinend. Sagt zumindest mein Vater. Die Jungs in der Schule sagen immer, das heißt Aalhaus. Aber die wissen halt gar nichts. Sonst noch was? Ja, also. Kennst du einen guten Unterschlupf? Du kannst hier bleiben. Aber dafür musst du mein Freund sein. Wink, wink, nudge, nudge. Okay, ja, dann bin ich dein Freundin.
Oh Gott, ich möchte mit deinen verrückten Spielzeugen spielen. Das ist nicht meins. Spielzeuge sind für Babys. Ich will Abenteuer erleben. Ich habe bisher nur noch nicht die richtige Person gefunden, um auf Abenteuer zu gehen. Aber vielleicht können wir ja zusammen... Sag nur meinem Vater nicht, dass du hier bist. Ich besorge den zweiten Schlafsack und ja, es wird spät und ich will meinen Dad nicht sehen lassen, dass das Licht noch ist. Ja, war auch ein langer Tag. Danke, Kleine. Du wirkst nicht so viel älter als ich, by the way. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Tag Nummer 2. Der verfluchte Schatz. Ah, cool. Aufgabe erfüllt. Ich habe einen Schlafplatz gefunden. Ich kann mich bewegen. Ich nicht. Du hilfst dir auch noch. Kann ich wecken? Aber ich kann auch zocken. Ich glaube, ich zock. Ach nee. Oh, das sind Bilder. Noch irgendwas? Ich kann gar nicht sehen, wenn du mit irgendwas interagieren kannst. Der ist Prince Castle, man. Sau gut. Mit Pizza nur für 1,99. Ach so. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich hab das voll vergessen. Aber auch geil. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Nein. Ich bin zu dir hingegangen, hab B gedrückt und hab dir hochgeholfen. Also wahrscheinlich war es gerade auch so die Einführung in eine Wiederbelebung, falls du im Kampf nachher irgendwie am Boden liegst. Okay. Soll ich den Spielecomputer anmachen? Ein Spielecomputer? Ja. Bist du bereit, Melzer? Wie heißt das? Luxurian Warriors. Luxurian Warriors. Oh Gott. Was passiert hier? Oh Gott, was passiert hier? Ich kann ein Special machen. Das ist ja sowas. Ja. Was? Du kannst blocken? Achso. Was für ein Spiel. Aha! Ich wusste im ersten Moment gar nicht, wer ich bin. Ich auch nicht. Timmels hat gewonnen. Wuhu! Ness hat gewonnen. Meine ich auch. Oh Gott, es war im Regen. Ich muss meine Schuhe anziehen. Rubber Protection for every inch, gig up mud, drag worms and stomp in puddles. Tap X and you kick up dirt and water. Oh, nice! Das ist jetzt. For splash damage. Oh, nice! Es ist ja der Hammer! Ah, toll, jetzt bin ich nass. Sehr beeindruckend. Natürlich ist das beeindruckend. Ah, weg. Oh! Wow. Oh, da war ein Schwert drin. Oh, kann ich da... Das Greifen ins Hochfliegen? Kannst du das eigentlich auch? Nein, hab ich Schuhe? Hast du coole Schuhe oder was? Na gut. Ich muss meinem Dad helfen, den Gans zu füttern. Gans zu finden. Achso. Nee, Feed, hast du recht. Die ist so geil, diese Gans. Aha, fütter die Gans, unser nächstes Quest. Das ist ja auch. Ja, ab. Jetzt hör doch mal auf, mich nass zu machen. Niemals. Honk. Honk.
Wo ist die Gun? Oben, da wo es honkt. Hallo. Moment. Oh, was hast du da gerade gekriegt? Ein Barbecue-Grill. Das, was das ist? Dad hat irgendwann mal auf dem Fernseher ein Programm gesehen. Er sagte, dass Menschen es mögen, draußen zu kochen. Dass das ein neues Ding wäre. Es ist nicht wirklich so neu. Es ist brandneu. Dad ist noch nicht mal damit fertig, es zu bauen. Ich meine, es ist nicht neu, draußen zu kochen. Es ist, unglaublich, ja, populär. Also es ist populär, auf dem Festland. Oh, das wird Dad. Er versucht, Leute dazu zu bringen, hier zu bleiben. Kann ich das machen? Yep, das ist ein Barbecue. Splash und ich das ganze Wasser weg, du Splasher. Garantiert ein Achievement, alle Pfützen weg zu splashen, ne? Lass mal hier hinten lang. Ich würde gerne wissen, ob ich da retten kann. Ja, das versuche ich auch gerade die ganze Zeit, aber... Wo kann man hier rein? Der Reißverschluss ist kaputt. Beschlossen. Ah, da oben ist die Gans, ich sehe sie. Oh, da. Oh. Kommen wir da hin? Siehst du es? Ja. Wahrscheinlich muss man da von oben rum. Warte. Gucken wir uns hier wieder. Irgendwas hast du aufgenommen. Warte mal, haben wir eine Pocket? Okay. Ja, bisher noch nicht wirklich. Oh Gott. Ich hab auch gesehen, den Wasserhahn angelassen wird. Das tiefste Schlammloch der Welt. Der ist ziemlich wütend geworden, weil wir nicht mehr darüber weg können. Und deswegen hat er mein Fahrrad mit weggenommen. Vielleicht kannst du es. Na, wenn du bessere Reifen bekommst für dein Fahrrad, dann kommst du da durch. Manche Fahrräder können durch alles fahren. Wir müssen unser Pimp My Bike machen. Oh yeah. Und ich bin bereit für die ultimative Gönnung. Was? Ah, it's Food coming. Kleine, wir sind auf dem Weg. Halte durch. Du hast Regenwürmer, ne? Ja, du hast Regenwürmer. Oh Gott. Sneaky. Wir müssen da reinbleiben. Rollin' and gunning. Run around, roll around, have an adventure with your body. Ja, geil, Limber up. Jetzt können wir eine Dash-Rolle machen. Hey, well. Jetzt können wir auch rennen. Können wir? Wenn du gedrückt hältst. Ah. Du läufst mit dem Gesicht nach oben und machst nur Geräusche. Ninja. Und lass mich erstmal hier gucken.